Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. In diesem kleinen Video zeige ich Ihnen einen Trick. Und zwar, der Trick bezieht sich auf folgende Situation. Wenn Sie vielleicht in unseren Online-Helper, den Sie hoffentlich immer wieder mal aufrufen, nach Zebra schon mal, oder wenn Sie Etiketten drucken wollen über einen Zebra-Drucker, das heißt über einen sogenannten Label-Drucker, also Etikettendrucker, dann stellt Ihnen, haben wir hier die Schnittstelle, was heißt die Schnittstelle, eine Möglichkeit, direkt Zebra-Etiketten auszudrucken. Hierbei stellen wir Ihnen auch viele, viele Videos zur Verfügung, hier die sich speziell mit Zebra, mit den Anlegen von Etiketten befassen und natürlich Etikett, ne? Viele Design-Tipps, das heißt, wie gestalten Sie Ihre Etiketten oder wie bringen Sie Objekte auf das Etikett, ja? Oder verändern bestehende Objekte, wie auch immer. So. Das Drucken von Etiketten über Zebra, über diese Zebra-Anführungsstrichen-Funktionalität, ist recht cool. Denn hier können Sie einfach sagen, ich will hier, Sie können sich beliebig viele Etiketten anlegen lassen, Sie können Ihr Etikett selbst designen und, und. So, und wir kommen nun dazu der Situation, Sie haben in Ihren Systemeinstellungen zum Beispiel einen beliebigen Drucker, der ein Label-Drucker ist. So, was haben Sie in der Vergangenheit gemacht? Sie haben natürlich sich ein Etikett angelegt über die Standardvariante. Diese Schnellvariante hier ist natürlich der bessere Weg. Aber das funktioniert nur, und jetzt bitte aufgepasst, wenn Sie keinen Dymo-Drucker haben, weil ein Dymo-Drucker hat eine andere Ansteuerung, die unterstützen wir zwar auch, aber das funktioniert anders, das wird Ihnen in anderen Videos erklärt. Oder einen Brother QL-Drucker. Brother QL Label-Drucker haben auch eine andere Ansteuerung. Hierzu bitte das dementsprechende Video oder die Hilfe dazu lesen. Aber wenn Sie nun einen Drucker haben, der folgende Voraussetzung erfüllt, und jetzt kommen wir zum Knackpunkt. Das heißt, ich mache das jetzt hier einfach mal klein, Sie gehen auf Ihren Drucker, machen einen Rechtsklick und sagen Drucker-Eigenschaften. Nun sollten Sie irgendwo beim Zebra ist es halt hier so, gibt es die Karteikarte Vorlagen, das ist wichtig. Vorlagen, gibt es diese Karteikarte Vorlagen bei Ihnen? Wenn das so ist, das heißt, wenn Ihr XXX Labeldrucker die Karteikarte Vorlagen hat, dann können Sie sich mit einem kleinen Trick dieser Funktionalität, die wir eigentlich für Zebra-Drucker implementiert haben, bedienen. So, das heißt, Vorlagen gibt es, also dann machen Sie einfach eins. Sie gehen auf die Eigenschaften, die Druckereigenschaften, und benennen Ihren Drucker nun einfach mal um. Und zwar in Z-Designer. Hinten, das können Sie leer lassen, muss nicht dran stehen. Also einfach nur Z-Designer. Und bestätigen damit OK. In den Systemeinstellungen von Wabi gehen Sie auf Administration, Systemeinstellungen und wählen nun die Karteikarte Hardware Drucker aus. Wenn Ihr Wabi diesen neu umbenannten Drucker noch nicht findet, dann einfach die Wabi einmal beenden und neu starten. Dann wieder Systemeinstellungen, Hardware und Drucker gehen, und nun sollte Ihr umbenannter Drucker, sprich der Z-Designer, in der Liste verfügbar sein. Hier klicken Sie dann auf diese Auswahl und Sie können dann mit Ihrem XXX-Label-Drucker hier einfach auf Etiketten drucken gehen, und dann heißt hier Artikeletiketten über Zebra drucken. Das heißt, Sie bedienen sich nun der bereitgestellten Funktionalität für Ihren Drucker in dieser einfachen Form, und die ist recht einfach. Hierzu bitte auch die anderen Videos ansehen, wie gesagt, wie Sie Etiketten anlegen, wie Sie Etiketten designen. Das hilft Ihnen bestimmt, um Ihr persönliches optimales Etikett zu gestalten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald. Tschüss.